Ja, das wird ein Wochenende, teilweise bis zu 35 Grad oder etwas mehr erreichen wir im Westen und Südwesten. Ich grüße euch damit hier bei Kachelmann-Wetter. Es ist ja so, bei Hitze, da scheiden sich meistens die Geister. Es gibt die einen, die freuen sich, endlich wird es richtig heiß werden, Grillen, Pool und so weiter. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, puh, das ist mir viel zu heiß, es soll endlich wieder kälter werden, ich kann mit der Hitze überhaupt nichts anfangen. Ich finde, wir sollten da tolerant sein und beide Meinungen akzeptieren. Schieben wir ein bisschen Statistik ein und sehen hier mal für Frankfurt und für Köln die meisten Hitzetage, die je in einem Monat August aufgetreten sind, beziehungsweise seit Messbeginn steht ja dabei und unangefochten steht an beiden Orten hier an der Spitze 2003. Da gab es diese Hitzewelle im August, da werden sich viele noch erinnern, die es erlebt haben, diese Rekordhitzewelle 2003 und da steht an der Spitze und daran kommen wir natürlich erstmal jetzt noch nicht dran, ob der August da nochmal richtig aufdreht und ob wir diese 15 Hitzetage sogar knapp werden, das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Werfen wir aber jetzt mal direkt einen Blick auf das Wochenende, auf den Samstag und den Sonntag. Wie heiß wird's denn? Wir sehen schon auf den ersten Blick, es wird uns ein hochsommerliches Wochenende bevorstehen. Die Temperaturen steigen ziemlich verbreitet auf 30 Grad und mehr. Etwas angenehmer bleibt es direkt an den Küsten, vor allem an der Ostsee, aber auch so natürlich in den höheren Lagen und an den Alpen. Ansonsten liegen wir meistens zwischen 32 und 36 bis 37 Grad im Westen und im Südwesten. Insbesondere am Rhein, an der Mosel, an der Saar, aber auch so im Rhein-Main-Gebiet. Da liegen die Temperaturen dann teilweise bei 37, vielleicht sogar örtlich um 38 Grad. Die Gewitterneigung ist zunächst mal am Samstag noch ziemlich gering, steigt am Sonntag ein bisschen an. Vielleicht so über dem Norden und dem Osten mal das ein oder andere Gewitter, aber auch so über den Mittelgebirgen oder in den Alpen. Bevor wir auf den Trend für die kommende Woche schauen, lasst einfach ein Abo hier auf unserem YouTube-Kanal da. Ich danke euch. Schauen wir uns heute mal den Trend für Mainz an und wir sehen, es ist relativ sicher, es ist eingetütet schon bis zum Beginn der kommenden Woche, dass die Hitze bleiben wird, sich fortsetzen wird mit 30 Grad und mehr, auch wenn die exakten Höchstwerte natürlich noch ein bisschen schwanken. Aber was soll's, ob es 33 oder 35 Grad werden, es wird sehr wahrscheinlich bis in die nächste Woche hinein heiß bleiben. Erst dann nehmen so in der zweiten Wochenhälfte die Unsicherheiten zu, ob es dann etwas unbeständiger wird mit Schauern und Gewittern und ob es abkühlt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir wissen noch nicht, wie lange die Hitzewelle halten wird. Es ist erstmal dann kein Ende in Sicht zu Beginn der kommenden Woche. Diesen Trend übrigens mit Bandbreite und allem drum und dran findet ihr auch für euren Ort. Den Link hier oben in den Infokarten. Ja, und die Nächte sehen wir auch. Die werden besonders in den größeren Städten im Westen und im Südwesten Rhein-Main-Gebiet tropisch werden. Teilweise nicht unter 20 Grad liegen dann die Tiefstwerte. Dann bleibt mir nur zu sagen, kommt gut durch die Hitze. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden hier, wie das mit der Hitze und mit den Gewittern vor allem dann in der nächsten Woche auch weitergehen wird. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Bis bald und ciao.